Moin moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In zwei meiner letzten Videos habe ich euch ja bereits meine Fantasy-Bücher vorgestellt, die noch auf meinem Sub liegen, also auf meinem Stapel ungelesener Bücher. Und das Gleiche wollte ich jetzt auch gerne mit meiner Grusel- und Horrorliteratur machen, denn gleich nach der Fantasy ist Horror ja mein liebstes Genre. Und mir hat es einfach so gut gefallen, wie man sich mit den ungelesenen Büchern nochmal beschäftigt und sich auf die Geschichten freuen kann und sich nochmal mehr, viel mehr Lust auf diese Geschichten macht und Erinnerung ruft, warum man sich diese Geschichten überhaupt zugelegt hat und dass man sie nicht zu lange auf dem Sub versauern lässt. Und mich hat es auch sehr gefreut, dass ihr diese Videos so sehr und so viel und so oft angeklickt habt und auch kommentiert habt. Und ja, das zeigt mir, dass ihr diese Videos auch sehr gerne schaut. Und deswegen hoffe ich, dass ihr jetzt auch Lust habt auf die, ja, Horrorliteratur, auf die Grusel- und Horrorliteratur. Ich muss dazu sagen, dass es nicht ganz einfach war, immer zu unterscheiden, ist das jetzt Fantasy oder eher Horror. Es gibt vieles, was so beides tangiert. Und da ich sie ja noch nicht gelesen habe, kann ich es natürlich noch nicht hundertprozentig einschätzen, ob ich jetzt mich richtig entschieden habe. Das heißt, in der Fantasy könnte sein, dass da jetzt eher so horrorlastige Bücher dabei waren. Und hier kann das natürlich auch sein, dass es sehr viele fantastische Elemente hat. Ich meine, Horror hat auch immer oder oft fantastische Elemente. Es gehört ja beides zur Fantastik. Also sind es im Grunde Subgenres von der Fantastik. Also ist es, glaube ich, auch nicht ganz so schlimm. Aber es hat natürlich alles jetzt hier einen sehr düsteren Touch. Und ja, so einen kalten Schauer über den Rücken könnte ich jetzt wirklich gebrauchen, wenn ich zerschmelze hier ein bisschen, wenn ich jetzt hier ein bisschen angeklatscht aussehe, denn ja, vergib mir, denn ich werde hier auch noch angestrahlt von so einer Leuchte und irgendwie, weiß ich auch nicht, beim Drehen läuft einem der Schweiß immer noch viel mehr, als wenn man einfach nur so rumsitzt. Vielleicht, weil man sich konzentriert, weil man irgendwie ja, auf Zack sein muss und hier erzählt und sich konzentriert, wie auch immer. Aber das soll uns jetzt nicht stören. Ich freue mich dennoch, euch diese Bücher jetzt vorzustellen. Es wird jetzt hier nicht in zwei Teile aufgeteilt wie in der Fantasy, weil ich nicht ganz so viel von diesen Büchern hier bei mir liegen habe. Das heißt, ich werde es alles in dieses eine Video packen. Und wenn euch ja, der Fantasy-Sub entgangen ist, die Videos dazu, dann werde ich die natürlich unten in der Infobox nochmal verlinken. Ich fange an mit einem Titel, der erst auf meiner Wunschliste gelandet ist. Dann habe ich ihn da irgendwann wieder runtergenommen. Und dann habe ich aber die liebe Jenny vom Kanal Jennys Lesestoff da so sehr von Schwärmen hören. Und sie meinte auch, es wäre so richtig schön unheimliche Atmosphäre. Und deswegen habe ich es jetzt hier auch auf jeden Fall in die, ja, in das Horrorvideo gepackt. Ich spreche von Palast der Finsternis von Stefan Bachmann oder Bachmann. Ich weiß leider nicht, wie der Herr ausgesprochen wird. Und ich finde, das ist eines der wenigen tatsächlichen Fantasy- oder Horrortiteln im Diogenes Verlag und auch einer der wenigen Cover, die ich ansprechend finde. Ich finde das sehr, sehr atmosphärisch und unheimlich gestaltet. Es gibt auch noch eine Ausgabe dieses Buches, wo das Cover so metallisch schimmert. Das ist hier leider bei meiner Ausgabe nicht der Fall. Aber ja, immerhin ist das Motiv schön. Ansonsten bin ich nämlich überhaupt kein Diogenes-Fan. Ich mag dieses Einheitsbrei-Weiß einfach nicht. Und auch die Motive vorne drauf finde ich meistens überhaupt nicht ansprechend. Und auch die Geschichten dahinter. Es ist eher selten, dass mich das anspricht. Vielleicht hat es auch was mit der Verknüpfung von Äußerlichkeit und Klappentext zu tun. Ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich nicht so der typische Diogenes-Leser, aber das hat mich wirklich sehr angesprochen. Ich lese euch einmal den kurzen Klappentext vor. Die Außenseiterin Anouk ist mit vier anderen Jugendlichen nach Paris gekommen, um einen unterirdischen Palast zu erforschen, den ein verrückter Adliger während der Französischen Revolution als Versteck für seine Familie erbaute. Doch hinter der Tür mit den Schmetterlingswappen erwartet die fünf Abenteurer in jedem weiteren Raum ein neuer Abgrund, den sie nur gemeinsam bezwingen können. Ich habe bisher von dem Autoren noch nichts gelesen. Er wird aber wohl in der USA als ein Star gefeiert und in Deutschland als Wunderkind. Wie gesagt, ich habe von ihm noch nicht so viel gehört, bis auf
Ich glaube, er hat auch die Seltsamen geschrieben. Das ist auch Fantasy, sehr skurrile Fantasy, glaube ich. Aber ja, so richtig viel habe ich sonst von ihm noch nicht gehört. Es hat natürlich etwas von einem sehr klassischen Motiv in der Horrorliteratur, dieses Haunted House, dieses Horrorgebäude. Aber dadurch, dass es sich hier um einen unterirdischen Palast aus der Französischen Revolution handelt, finde ich, hat es noch irgendwie was Exotisches, etwas Besonderes. Und was genau jeder Raum da irgendwie birgt und wenn das auch noch so ein verrückter Typ gewesen ist, der das Ganze erbaut hat, macht es das Ganze natürlich noch unberechenbarer. Ich habe von Jenny gehört, dass es zwei Zeitebenen gibt, die wir tatsächlich auch besuchen. Einmal die Familie von dem Adligen und dann eben diese Jugendlichen, die den Palast erobern und erkunden. Das heißt, es ist irgendwie auch eine Mischung aus diesem düsteren Zeitalter oder diese Vergangenheit und etwas Modernem in unserer Zeit. Ich freue mich da richtig drauf. Es hat auch nur 400 Seiten. Sieht tatsächlich noch weniger aus, ne? Jedenfalls freue ich mich da sehr drauf, das dann irgendwann so in Richtung, ja, Herbst irgendwie zu lesen oder Herbst oder Winter. Und ich habe gerade richtig Bock, das anzufangen. Ja, dafür sind diese Videos natürlich echt gut. Das nächste Büchlein kann man noch nicht mal als Buch oder Roman bezeichnen, denn es ist eigentlich ein Escape-Spielbuch. Und zwar habe ich das mal geschenkt bekommen als Gastgeschenk, als ich hier ehemalige Kollegen eingeladen habe in meine Wohnung. Escape Adventures Horror von Voodoo-Puppen und Blutopfern aus dem Top-Verlag. Hier gibt es verschiedene Themen. Und das wurde mir hier halt ausgesucht. Das ist ab 16 Jahren und in Buchformat. Es gibt es ja auch in so Spielkartonformat, wo dann verschiedene Utensilien drin sind. Und das Buch liest man halt nicht von vorne bis hinten chronologisch durch, sondern man hier wird hier vorne in der Klappe erstmal eingeführt, wie das Ganze überhaupt funktioniert und bekommt die Szenerie geschildert. Hier hinten drauf steht leider nicht so viel von der Szenerie drauf. Ich hätte jetzt gerne noch mal so eine kleine Rahmenstory gehabt, was denn hier passiert. Ich weiß nur, dass wir uns in den Sümpfen vor New Orleans befinden und man sich eben ja, in einen Escape Room voller Horror, Nervenkitzel und tödlicher Gefahren befindet. Ich weiß nicht, ob euch das Konzept des Escape Rooms etwas sagt. Man wird in einen bestimmten Bereich, in einen bestimmten Raum eingesperrt und hat eben meistens eine Stunde Zeit, um da raus zu entfliehen, indem man verschiedenen Hinweisen folgt und Rätsel löst. Und genau das ist es halt eben. Das Buch kann man entweder alleine spielen oder bis zu 4 Leuten. Spieldauer ist tatsächlich sogar 120 bis 150 Minuten. Und das Level ist mittel. Hat auch noch eine Karte zum Ausfalten. Und von diesem Buch wird nachher nicht mehr viel übrig bleiben, denn man soll das zerschnippeln, zerschneiden, falten und so weiter, um diese Rätsel eben zu lösen. Und ja, ich habe in dieser Buchform habe ich das noch nicht gespielt. Ich habe es eben, ich glaube, aus dem Kosmos Verlag gibt es ja diese Kartons, die eben wie so kleine Gesellschaftsspiele aussehen, schon mal gespielt. Auch die kann man danach wegwerfen, weil man die auch eben zerschnippelt. Hier war ich immer noch nicht so ganz sicher, ob ich das alleine spiele oder ob ich mir tatsächlich da irgendwie zwei, drei Freunde dazu hole und das dann gemeinsam spiele. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Was ich ganz cool finde, ist bei diesen, dass man sich bei Spotify hier eine Playlist anmachen kann, um diese Atmosphäre noch zu unterstützen. Das finde ich richtig cool. Ich habe da mal reingehört und ja, es hat auf jeden Fall etwas. Und ja, ich darf gar nicht so durchblättern. Da spoilert man sich nachher. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich habe das schon ein paar Mal in die Hand genommen und dachte, jetzt spiele ich das jetzt einfach, jetzt mache ich das mal. Aber man braucht halt eben dafür auch ein bisschen Utensilien. Ich weiß nicht, ob man das so einfach so im Bett spielen kann, weil dazu braucht man, glaube ich, eine Schere, einen Klebstift, einen Bleistift, Radiergummi oder so, ja, so kleine Sachen. Muss man vielleicht doch irgendwie lieber am Tisch spielen, wo man sich die ganzen Sachen auch ausbreiten kann. Und ja. Ich habe das bisher eben vor mich hingeschoben, weil ich dachte, vielleicht lade ich dazu doch noch mal Leute ein. Aber da muss man natürlich erstmal einen Termin finden und deswegen wird das jetzt immer aufgeschoben. Ich bin noch nicht so
sicher, wie ich das Ganze handhaben werde. Vielleicht werde ich das doch alleine spielen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass man dann irgendwie nicht weiterkommt und dann frustriert ist, weil man irgendwie alleine nicht weiterkommt. Aber vielleicht gibt es ja auch hier so kleine Hinweise und Hilfen, die man in Anspruch nehmen kann, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, auf jeden Fall was ganz Spannendes, auch ein bisschen was anderes. Ja, jetzt haben wir als nächstes einen vierten Band einer Reihe, und zwar ist es die Im Schatten der Hexen-Reihe von Katrin R. Hotowetz. Hexenjagd der Eibenspiegel heißt jetzt der vierte Band, und das ist ein regionaler mystischer Krimi, der im Harz spielt und natürlich typisch Harz sich auch um Hexen dreht. Mir hat der erste Band insbesondere sehr gut gefallen. Band 2 und 3 sind so ein bisschen abgefallen und jetzt bin ich irgendwie die ganze Zeit am Überlegen, ob ich den vierten Teil tatsächlich noch lese oder vielleicht sogar abbreche. Aber der vierte wäre dann tatsächlich auch der letzte, dann kann ich es eigentlich auch noch beenden. Und ich habe das ja jetzt bisher oft so gemacht, dass ich immer im Harz, wir gehen gerne im Harz rodeln oder wandern, dass ich während dieser Zeit dann auch diese Bücher lese. Meistens schaffe ich das nicht ganz, weil wir im Harz dann auch jetzt nicht 3 Wochen sind oder 2 Wochen, noch nicht mal eine Woche, manchmal nur ein verlängertes Wochenende. Und deswegen muss ich vorher schon ein bisschen anfangen oder danach dann noch lesen. Ich finde das immer ganz toll, weil das auch illustriert ist. Jetzt seht ihr es gar nicht. Und die Kapitelanfänge so ein bisschen verziert sind. Oh, das haben wir ja noch gar nicht gesehen. Das ist ja tatsächlich mal farbig. Das ist das erste Mal. Also das finde ich jetzt tatsächlich sehr, sehr schön. Ja, und es werden halt eben sehr, sehr viele Mythen und Sagen mit eingewoben. Also die Autorin hat hier sehr, sehr viel recherchiert. Im ersten Band ging es aber auch wirklich hauptsächlich auch um die Hexen. Ich kann euch ja mal sagen, worum es im ersten Band geht. Es ist so ein schöner, richtig schöner Genre-Mix aus Krimi, Mystik und Grusel. Und sogar historischem. Also wir haben da wirklich viel drin. Und zwar geht es um verschwundene Kinder und um einen Kommissar, der sich halt diesem Fall widmet und dann irgendwann einen Hinweis bekommt und zu einer alten Geistermühle kommt. Und dort wohnt Gerda, und Gerda legt halt auch Tarotkarten, und sie warnt ihn vor den Hexen, die eben auch in bestimmten Waldstücken ihr Unwesen treiben. Und dann bekommen wir immer noch mal ein paar Rückblenden, wo auch eine Frau in dieser Mühle, in dieser Geistermühle gewohnt hat und als Hexe verschrien wird und verfolgt wird. Ja, und wie das alles zusammenhängt, das muss man dann erfahren. Ich fand den ersten Band wirklich, wirklich toll. Band 2 und 3 waren dann nachher, gingen dann noch ein bisschen in eine andere Richtung. Sie hat die Welt so ein bisschen offener gemacht und da viel nordische Mythen mit reingeholt. Und ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn es auf den Harz und wirklich auf die Hexen sich noch mehr fokussiert hätte. Es wurde noch so ein bisschen Zeitreise mit reingenommen und viele verschiedene Personen. Ich finde aber, dass die Autorin es sehr, sehr gut schafft, Atmosphäre zu schaffen, Naturbeschreibungen und die Orte zu beschreiben. Das hat sie wirklich gut drauf und es macht auch Spaß. Aber wenn man so viele verschiedene Figuren beschrieben bekommt und dann wieder eine neue Szene, dann wird man immer wieder so ein bisschen rausgerissen. Und ich fand halt, dass manche Szenen ein bisschen drüber waren, ein bisschen unglaubwürdig. Ich habe das denen nicht mehr so ganz abgenommen. Aber mal gucken. Also eigentlich möchte ich schon es abgeschlossen haben. Ich breche ungern Bücher und auch ungern Reihen ab, wo ich auch den ersten Band so toll fand. Ich werde mal schauen, ob mich der vierte Band jetzt doch noch mal ein bisschen mehr antut, es mir mehr antut. Ich finde einfach die Illustration echt cool. Und so sehen dann auch immer ab und zu, ja, die Kapitel oder Abschnitt Unterscheidungen aus. Ja, es hat schon irgendwas, auch wenn man sieht, dass es jetzt ein Eigenverlag ist und vom Satz ein bisschen seltsam ist. Und die Cover sind natürlich auch gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie mag ich die auch sehr von den Zeichnungen her.
So, das nächste wäre von, ja, das nächste Buch basiert auf einer wahren Begebenheit und diese wahre Begebenheit alleine wäre eigentlich kein Horror. Es wäre eher eine Abenteuergeschichte und hauptsächlich ist es wahrscheinlich auch eine Abenteuergeschichte, aber der Autor hat hier ja ein fantastisches Element oder mehrere fantastische Elemente eingewoben und dadurch wird es halt für mich auch ein bisschen zum Horror. Ist es aber, wie gesagt, nicht reiner Horror oder reiner Grusel. Ich spreche von Terror von Dan Simmons und ich habe dazu die Netflix-Serie auch schon gesehen. Das heißt, ich weiß, worum es sich dreht und ich habe auch schon einige Dokumentationsfilme zu dieser Thematik gesehen. Deswegen gehe ich da jetzt nicht ganz unbedarft in diesen Brocken heran. Das interessiert mich auf jeden Fall. Es dreht sich um die zwei Schiffe, Erebos und wie hieß nochmal die andere? Ja, Terror. Manchmal ist es zu offensichtlich, ne? Ja, Terror und Erebos, die halt aufbrechen, um die Nordwestpassage zu finden, die legendär ist. Und ja, durch das ewige Eisschwimmen ist es also auch eine sehr, sehr eisige Atmosphäre hier. Diese Schiffe und die Besatzung verschwinden allerdings spurlos. Das heißt also, 130 Männer nehmen an dieser Expedition teil und man weiß auch, sie verschwinden spurlos. Das heißt, man weiß auch, in welche Richtung das Ganze geht. Das ist jetzt kein großartiger Spoiler und das ist eben ihre Geschichte. Das heißt, der Autor hat hier ganz viele verschiedene Fakten mit aufgenommen, aber eben die Geschichte weitergesponnen und noch einiges, ja, was eben in der Realität im Schwarzen liegt, einfach im ja, Unbekannten hat er hier einfach ein bisschen ausgeschmückt. Und was man so im, ja, in der Serie gesehen hat, hat mir schon sehr gut gefallen. Das Ganze wird natürlich noch viel mehr detaillierter sein und da freue ich mich drauf. Man muss sich, glaube ich, schon ein bisschen darauf einlassen, dass es sich nicht hier nur um ein Abenteuer, faktenbasierten Roman handelt. Aber ich glaube, gerade diese Details, auf die freue ich mich sehr, auf diese fantastischen, aber auch eben auf dieses Abenteuerliche, auf diese eisige Atmosphäre, das werde ich natürlich auch eher im Winter lesen. Und ich finde, es hat auch schon eine richtig, richtig tolle Ausstattung. Ich habe das von der lieben Sibi geschenkt bekommen in Form ja, unseres Projekts der Bücher-Shopping Queen und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das wird ein ziemlicher Brocken, das ist auch für mich tatsächlich mal dick. Sonst bin ich ja eher sehr schmerzbefreit. Also, es, na gut, 1000 Seiten ist es, hat es noch nicht, aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das wird bestimmt cool und da haben auch sehr, sehr viele vor einiger Zeit, ich glaube, das war vor einem Jahr oder so oder noch länger her, ich weiß es gar nicht, sehr von geschwärmt, viele, viele Booktuber von geschwärmt. Das schreckt mich dann ja meistens eher ab, auch wenn mich das interessiert hat, aber dann denke ich mir, jetzt muss ich es nicht auch noch lesen, aber so langsam ist die Zeit gekommen, wo da weniger drüber gesprochen wird, wo ich dann irgendwie, ja, doch wieder mehr Interesse an diesem Buch bekomme. Ich merke auch gerade, dass wir echt eine schöne Mischung aus klassischem und Genre-Mix und wieder was Modernen. Und jetzt kommt sogar ein Buch, was noch mit Humor gespickt ist. Und zwar das Haus der Monster, The Monster Man of Horror House von Danny King. Das ist eingezogen durch eine Empfehlung, denn ich habe ja mal dieses Büchercasting durchgeführt, wo ich euch nach Büchertipps gefragt habe, die denn so gegeneinander angetreten sind in verschiedenen Genres. Und das war eben im Genre Horror das Gewinnerbuch. Und ich habe auch schon ein Kapitel reingelesen und es liest sich auch schon sehr schön locker flockig weg. Es geht hier um ein kleines Städtchen namens Setford. Und um den ja, Dorfältesten wollte ich gerade sagen, nein, es ist eine sehr, sehr skurrile Form. Er sagt, er hat irgendwann gemerkt, dass er ein Sonderling ist. Und zwar ist sein Name John Cole. Aber als ihn denn die Nachbarsjungen immer wieder Streiche spielen und in sein Haus einbrechen, macht er ihn kurzen Prozess, möchte ich mal sagen, beziehungsweise rächt er sich an ihn und zeigt, dass er nicht einfach nur ein klapperlicher, verrückter Sonderling ist, sondern einiges mehr auf dem Kerbholz hat. Denn er erzählt ihnen dann erstmal auch von seiner Geschichte, was er alles erlebt hat, denke ich mal, so weit bin ich noch nicht gekommen. Er hat sie erstmal in seinem, er hat ihnen eine Falle gestellt und macht ihnen echt erstmal ordentlich Angst und heizt ihn ordentlich ein.
Und ich denke mal, dass er dann einfach erzählt. Es ist nämlich so eine Sammlung aus, ich glaube, 3 oder 4 Kurzgeschichten, was er eben alles so erlebt hat mit Werwölfen, Vampiren und so weiter und so fort. Mit Serienmördern, Werwölfen, Dämonen, Geistern und manisch-depressiven Vampiren. Und es wäre ein Fehler, einen Mann zu unterschätzen, der all dies überlebt hat. Ja, ich denke, das wird, wie gesagt, ein bisschen humorvoll werden. Ob man sich da jetzt sehr viel gruselt, weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen blutiger. So kann ich es mir jedenfalls vorstellen. Ich habe jetzt gesehen, dass das dazu sogar noch einen zweiten Band gibt, also gerade jetzt so erschienen ist im Lucifer Verlag. Und ich habe viele davon schwärmen hören. Ich habe aber auch schon kritische Stimmen dazu gehört. Aber wir werden sehen, wie es mir denn gefällt. Ich denke mal, das wird sehr kurzweilig sein und sehr schnell zu lesen. Und ich finde auch, Cover irgendwie ganz cool gemacht. Ja, bei dem nächsten bin ich mir nicht ganz so sicher, ob ich es nicht lieber bei Fantasy einsortiert hätte. Vielleicht ist es Dark Fantasy. Und zwar spreche ich von Der Totengräber, Sohn von Sam Feuerbach. Auch das ist im Zuge des Büchercastings bei mir eingezogen, aber das stand auch schon vorher auf meiner Wunschliste. Da wurde auch schon als Hörbuch von geschwärmt. Zum Beispiel die liebe Julia vom Kanal Leseritter hatte davon sehr geschwärmt, dass Sam Feuerbach auch sehr viel Humor besitzt und es sehr, sehr spannend ist. Und auch hier, ich glaube, das ist eher ein kleiner Verlag. Ich konnte das tatsächlich nur über Online-Handel erwerben und habe das nicht im Buchhandel gefunden und konnte es da nicht bestellen. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich ja immer sehr, sehr gerne den stationären Buchhandel unterstütze. Aber jetzt ist es dennoch bei mir eingezogen und hierbei handelt es sich eher so um mittelalterliche Fantasy und deswegen ist sie vielleicht auch so ein bisschen so düster und wahrscheinlich auch wegen des Berufs unseres Protagonisten. Er ist nämlich Totengräber und sein Vater auch. Im mittelalterlichen Dorf Haufen lebt der 18-jährige Farin. Der Junge ist ein Außenseiter, denn als Sohn des Totengräbers wird er von den anderen Dorfbewohnern geächtet und geprügelt. Dennoch hat er keine andere Wahl, als den Beruf des Vaters zu übernehmen, der zunehmend dem Alkohol verfällt. Die Dinge ändern sich für Farin schlagartig, als die Dorfhexe stirbt und er die Giftmischerin für die Beerdigung vorbereitet. Denn die Hexe trägt ein geheimnisvolles Amulett um den Hals und Farin kann nicht widerstehen, das Schmuckstück anzulegen. Ja, ich habe auch hier ein Kapitel reingelesen. Das war auch im Zuge meines Büchercastings. Da habe ich halt verschiedene Bücher, Gewinnerbücher eben angelesen und auch das hat mir schon von der Atmosphäre sehr gefallen, vom Sprachstil und auch da könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, das Hörbuch auch mal mit anzuhören, da hier eben auch so viel davon geschwärmt wurde. Und ja, hier steht auch drauf, Mittelalter-Saga von Sam Feuerbach, der hat auch schon ein bisschen mehr geschrieben und ich finde auch, der sieht irgendwie cool aus. Ich weiß gar nicht, ob hier ein Foto von ihm drin ist. Nee, leider nicht. Irgendwie finde ich, hatte das zu der Geschichte irgendwie gepasst, das Bild des Autoren. Ja, also das Cover ist okay, aber die Bindung des Buches merkt man irgendwie, dass es nicht sehr hochwertig gemacht ist. Aber dennoch finde ich, hat es irgendwie, ich glaube, es gibt 4 oder 5 Bände und die haben halt alle eine andere Farbe und immer mit diesem Rahmen drum. Also es hat schon irgendwas, aber ich finde, der Rücken ist dafür sehr, sehr schlicht und nicht sehr ansprechend gearbeitet. Und als letztes habe ich noch ein ganz typisches Horrorbuch und was aber mit modernem Horror, mit modernen Elementen verwoben wird und da freue ich mich so extrem drauf. Da hatte ich auch schon, ich glaube, 70 Seiten oder so gelesen und dann sind andere Bücher dazwischen gekommen. Dann war der Herbst vorbei, dann wollte ich lieber irgendwie was anderes lesen, damit ich dieses Buch in einem richtigen Moment lesen kann. Und es ärgert mich so, weil ich mich auf dieses Buch wirklich extrem gefreut habe und es jetzt schon so lange bei mir liegt und mich nervt es, weil ich da richtig Lust drauf habe. Und zwar spreche ich von Kill Creek von Scott Thomas. Das Böse will nur spielen. Ist auch ein ziemlicher Brocken, obwohl das, glaube ich, nur so aussieht. Ja, es sind tatsächlich nur 540 Seiten, also es ist gar nicht so dick. Es sind eher die Seiten, die so ein bisschen dicker sind. Ich finde auch die Aufmachung richtig cool. Also der Heine Verlag, der schafft es immer wieder, mich irgendwie von der Aufmachung her, ja, zu catchen. Und ich finde auch,
diese Mischung aus diesem papierpappartigen Einband und dann dieser Spotlack, wie das Haus so schön schimmert. Und man kann dann auch so einige gruselige Details erkennen, wie zum Beispiel hier diese Kinder oder Frauen, die oben auf dem Dach stehen. Und hier im Hintergrund der Baum hat so einen kleinen, ja, so eine kleine Schlaufe vom Seil, so einen kleinen Galgen. Ich lese euch mal vor, worum es hier geht. Am Ende einer langen Straße, mitten im ländlichen Kansas, liegt einsam und verlassen das Finch-Haus, das berühmteste Spukhaus der USA. Könnte es eine bessere Kulisse geben, um vier erfolgreiche Horrorautoren an Halloween zu einem Interview zusammenzubringen? Doch was als PR-Gag beginnt, entwickelt sich schnell zum Albtraum, denn die finsteren Mächte im Finch-Haus drängen nach draußen und schon bald gibt es den ersten Todesfall. Ein Meisterwerk des modernen Horrors. Ja, das meinte ich eben, dass hier einmal diese Zusammenkunft oder dieses TV-Spiel von verschiedenen Horrorautoren, die dann halt in dieses Haus eingeladen werden, vermischt wird mit einem Horrorhaus, mit einer Haunted House-Geschichte. Und ja, es hatte sich auch wirklich schon gut gelesen und auch da die verschiedenen Perspektiven. Ich habe noch nicht alle Charaktere kennengelernt. Ich glaube, ich habe bisher auch nur einen Autor bis dahin kennengelernt. Und ach, da freue ich mich so drauf und habe schon so viel Gutes dazu gehört in verschiedensten Videos und von verschiedensten Leuten. Und ja, das wird auf jeden Fall auch diesen Herbst, diesen Winter dran glauben müssen. Ja, das waren sie, meine Horror- und Gruselbücher auf meinem Sub. Ihr könnt mir ja schreiben, was bei euch noch auf dem Sub liegt, was eher gruselig und düster ist. Vielleicht finde ich da noch irgendwelche Anregungen und schaue ich mir gerne an. Und ihr könnt mir natürlich auch zu den Büchern etwas sagen, die ich euch vorgestellt habe, ob da etwas für euch dabei war oder ob ihr schon irgendwas gelesen habt und mir da noch mehr Lust drauf machen wollt. Ihr könnt natürlich auch kritische, negative Stimmen dazu geben. Ob ihr irgendwie ein Buch hattet, das euch nicht so gefallen hat, dann würde ich natürlich gerne wissen, warum. Und natürlich gerne immer spoilerfrei, damit ja, alle, ich und auch alle anderen, noch Freude haben, diese Geschichten zu entdecken. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.